Gut, und damit machen wir uns dann auch auf den Weg. So. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den Weg, den wir vorhin dann nicht weiter beschritten haben, weil Liara gesagt hat, das geht hier nicht zum Turm. Also hier drüben lag, ich glaube, der Aufzug geht auch noch gar nicht, ne? Das ist dann der Weg, der uns dann wirklich weiterführen wird. Aber ich glaube, momentan können wir den noch gar nicht nehmen. Wobei, auf dem Radar wird das schon angezeigt, ne? Na gut, was soll's? So. Oh Gott! Sie überrennen uns! Da kommen auch schon wieder einige von den kleinen Bastern. Zuerst mal das Ding hier. Könntet ihr vielleicht erstmal auf das direkt vor euch hier drauf gehen? Das wäre sehr schön. So, da haben wir schon mal den kleinen Springplan gemacht. Okay, kein Ding. Alles geklärt. Weiter geht's. Also wir werden jetzt immer mal wieder hier von denen behelligt werden. Aber an sich sehen wir schon, noch hält sich der Widerstand in Grenzen. Das geht doch eigentlich ganz gut hier soweit. Ach ja, sind wir doch schon hier. Okay. Dann wird es jetzt ein bisschen stärker, der Widerstand gleich, glaube ich. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Aber schauen wir einfach mal. Ja. Sie schießen auf jeden Fall schon mal mit stärkeren Geschützen. So, soweit aber kein Problem erstmal. Wir sehen schon, wir haben davon ein Ventil, das heißt, das Wasserproblem wird sich hier lösen lassen. Genau. Ventil öffnen. Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Nee, wirklich? Gut, wir beschreiten einfach den Weg weiter, bis wir... Nein, wir gehen erstmal kurz hier vorbei, denn ich erinnere mich, was wir hier finden. Wir hören es auch schon. Da sind die Warren. So, meine Kleinen, Zeit zum Spielen. Okay, wir bleiben aber mal ein bisschen hier drin. Schön. Weil ich das irgendwie in Erinnerung habe, dass man hier nicht zu extrem forsch reinrennen sollte. Denn so viele Warren auf einmal sind dann doch auch nicht so angenehm. Muss man mal feststellen. Okay, der ist tot. Fehlt noch, warum krieche ich eigentlich? Ah, wollte gerade sagen, fehlt noch der Alpha Warren, aber da ist er auch schon. Das ist gut, Garrus spielt den Köder. Und damit war es das auch schon. Der Warren fällt von Projektilen durchsiebt zu Boden und ist tot. Dies muss das Alpha-Tier sein, der Anführer des Raubtierrudels. So, das Nahrungsproblem wäre... Ja, da fliegt er noch ein bisschen, genau. Das Nahrungsproblem wäre damit geklärt. Wir können mal kurz hier vorbeischauen. Um Zeug einzusammeln. Hier drüben ist nichts mehr, ne? Ne, da ist bloß Rex. Warum habe ich gerade Garrus gesagt? Ich meine natürlich Rex spielt den Köder. Okay, und hier haben wir einen Kraftstofftank mit Energiezellen. Na sowas. Dieses alte, ausgemusterte Fahrzeug hat seine immer noch funktionsfähige Energiezelle erstaunlich bereitwillig hergegeben. Ja, und damit wäre auch das Stromproblem geklärt. Bleibt noch das Wasser. Hier sammeln wir natürlich auch noch mit ein. Und was das Wasser angeht, können wir ja unten noch weiter den Weg beschreiten und dort alles aktivieren. Das heißt, wir können alle Kolonistenprobleme gleich auf einmal erledigen. Gar kein Problem. So, geht's hier drüben weiter? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ne, hier drüben ist zu, oder? Nein, natürlich nicht. Scharfschützen! Ah ja, ist ja gut. Bleiben wir mal ein bisschen zurück und warten kurz, damit sich die Schilde wieder aufladen können. Ach scheiße, weißt du, packen wir einfach drauf, erst die Angriffsdrohne weg hier. So, wie geht's euch? Warum hat Liara eigentlich bloß einen Strich für den Schild? Hat die auch so schlechte Ausrüstung? Rex rennt einfach drauf los, du bist so eine Frontsau, das geht gar nicht. Okay. Ja, der schwebt noch ein bisschen. Okay, er schwebt nicht mehr ab. Na sowas, Kroganer. Warum rennen hier kroganische Söldner rum, ist die Frage. Ich glaube, ich brauche mal kurz hier... Bleiben Sie zurück.
kommen hier nicht mehr weg. Ich stehe irgendwie fest gerade. So, dann muss ich mir mal kurz das einwerfen hier, damit es hier nicht mehr ganz so dreckig geht. Okay, und dann gehe ich erstmal hier in Deckung. Meine beiden Kollegen sehen nicht mehr so gut aus. Ich auch nicht, muss ich sagen. So, aber vielleicht kann das jetzt erstmal ein bisschen für Ablenkung sorgen, wenn die da... Hallo? So kann ich meine Waffe gerade nicht mehr benutzen. Jetzt geht's wieder. Okay. Zumindest Liara ist wieder dabei. Das war jetzt natürlich ein bisschen gemein, weil so viele Kroganer auf einmal... Den will man nicht im Nahkampf begegnen, muss man mal so zugeben, ne? Kroganer im Nahkampf sind einfach äußerst unangenehm. Rex steht noch nicht wieder auf, denn hinten gibt es noch Gegner. Noch mehr Kroganer. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Erstmal den. Jetzt hat er wieder seinen hässlichen Schild drauf. Das ist natürlich schrecklich. Yara, einmal werfen bitte. Wow! Sauber! Habe ich noch genau im richtigen Moment aktiviert, dass Liara das recht zeitnah durchführen konnte. Sehr gut, sehr gut. Das wäre sonst irgendwie unangenehm geworden, glaube ich. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier noch Schönes finden. Der Transmitterturm. Ja, das war ja der, von dem Feilan schon gesprochen hatte. Achso, den können wir nicht deaktivieren, den müssen wir zerstören. Kein Ding. Zack. Aus dem Verkehr gezogen. Das sammeln wir natürlich noch mit ein. So, ansonsten sollte alles soweit Klärchen sein hier. Ich glaube, ich muss auch mal kurz... Wir gehen mal kurz ins Inventar. Oh, ein neues Medizininterface. Da muss ich gleich mal schauen, was habe ich denn für eins drin. Medizininterface 4. Oh, da müssen wir natürlich mal wechseln. Da lege ich natürlich die 6 an. Okay, Rüstung müsste ja eigentlich immer noch die beste sein, die ich gerade trage. Ja, ja, das ist alles schlechter. Gut. Hier unten sind auch schlechter. Dann will ich mal kurz die anderen hier ein bisschen versorgen. Du kriegst... Wir legen ja erstmal das an. Und stellen dann fest, dass das ja noch besser ist. Okay. Bleibt es dabei. Ja, die kann Menschen Dingens tragen, ist ja erstaunlich. Okay, dann legst du auf jeden Fall erstmal die an, weil die auf jeden Fall besser ist. Traumhafte Farbe. Aber sie kann halt bloß leicht tragen, ne? Sie kann nur die leichte tragen. Schilde schlechter, Biotikschutz schlechter, Schadensschutz ein kleines bisschen höher. Okay, nehmen wir einfach die. Hat sich das geklärt? Hat sie wieder was Dunkles an? Okay, von mir aus. Ich glaube, die habe ich schon so ein bisschen ausgerüstet, aber noch nicht allzu sehr. Gut, kriegst du mal die. Was hauen wir denn dir mal rein? Kampfscanner könnte man mal machen, das ist vielleicht nicht schlecht, gerade mit den Geth. Kryo, Präzision geht runter, Schild okay, weiß ich nicht. Schaden gegen synthetische Ziele, klingt sehr gut. Passt gerade sehr gut. Ich glaube, ich brauche bloß das Sturmgewehr bei der Ausrüstung. Und bei Rex müssen wir auf jeden Fall mal was tun. Der hat noch ziemlich alten Scheiß hier. So, Großkaliberlauf. Ja, aber vielleicht auf einer höheren Stufe. Wie wäre es damit? Haben wir gar nicht. Hier haben wir plus Schaden, minus Hitze. Das geht auch. Ist auch okay. Und hier knallen wir mal Brandmunition 6 rein. Das klingt doch schön. Aber vielleicht noch irgendeine tolle Kroganer-Rüstung? Nein. Müsste ich vielleicht mal eine kaufen. Das wäre vielleicht nicht so dumm. Warum wird hier eigentlich immer noch hinten ein Questziel angezeigt? Das ist nur der Transmitter, oder? Nee. Wird da hier drüben angezeigt, aber... Ich weiß es nicht. Wir gehen weiter auf dem Weg lang. Und schauen mal, dass wir noch ein Ventil finden, das wir da deaktivieren können. Und dabei räumen wir so ganz nebenbei noch ein bisschen die Jeffen weg, die uns in den Weg springen. So. Da drüben waren wir. Das heißt, wir gehen hier weiter. Und da sehen wir auch schon, es gibt noch welche. Sie sind schon auf dem Radar erschienen. So,
bleiben, falls wir dagegen schießen, die Schweinehunde, was sie auch tun. Lieber erstmal ruhig die Lage erörtern, bevor wir uns hier reinstürzen, sagte er und ging aus seiner Deckung. Okay, gut gemacht. Erstmal, kannst du mich mal von der Deckung weggehen? Dankeschön. So, die Verwüster, die müssen wir natürlich wegräumen, weil die sind ja, mit denen haben wir schon so unsere Erfahrung gemacht. Das sind ja die, die auf einen zugestürzt kommen und dann genauso unangenehm wie Kogane im Nahkampf sind. So. Haben wir die auch beseitigt? Okay, wir können hier hinten natürlich nochmal schauen. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas gibt. Kurz gucken. Hier wird bestimmt zu sein, oder? Ja, hier ist alles zu betoniert. Wo ist denn Rex eigentlich? Der ist irgendwie verschollen, oder? Na gut, egal, wir können das auch mit Liara alleine machen. Oh, hier steht einer. Wieso, wenn ich das mal so fragen darf, wieso steht hier jemand und wurde nicht von den Geth beseitigt? Das ist doch irgendwie merkwürdig, oder? Sie sollten nicht dort runtergehen. Was machen Sie hier unten? Nicht das, was ich sollte und alles, was ich nicht sollte. Oh Mann. Das war hart diesmal. Was ist nur los mit Ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters. Erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter den Geth her, stimmt's? Sie sind nicht die Einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Wer außer uns sucht noch nach den Geth? Nicht sucht nach, sondern versucht loszuwerden. Sie sind ein Dorn im Fleische des... Ah! Alles dreht sich darum, dass... Ah! Gehen wir. Er kann uns nicht weiterhelfen. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Wollen Sie überhaupt Hilfe? Mir helfen? Nein. Niemand kann mir helfen. Aber ich möchte lieber im Kampf sterben. Was für ein Kampf? Nicht die Art Kampf, die Sie kennen. Es ist wie, wenn man in einem Dornbusch hängt. Geben her, man zappelt des... Keine Zeit mehr. Wir bekommen Gesellschaft. Sprechen Sie mit Faidan. Fragen Sie ihn nach... Achtung! Okay, Waffen raus. Und ja, Rex rennt mal wieder mit rein. Natürlich, was sonst. Aber gut, das waren ja bloß zwei Leute. Gut, er lebt noch, oder? Vielleicht können wir nochmal mit ihm sprechen. Nicht tun. Ich werde es nicht tun. Nicht tun. Mein Verstand gehört mir. Mein Verstand gehört mir. Mein Verstand gehört mir. Mein Verstand. Mein Verstand. Mein Verstand gehört mir. Und er hat kräftig zu kämpfen. Wir merken schon, es geht hier ganz offensichtlich um Gedankenkontrolle. Irgendjemand scheint die Gedanken der Kolonisten zu kontrollieren. Ich glaube, hier gibt es kein weiteres Ventil, oder? Das scheint wirklich das einzige gewesen zu sein. Irgendjemand scheint die Gedanken der Kolonisten zu kontrollieren. Und wir sollten doch schon mal herausfinden, wer das ist und wie er uns gegenüber eingestellt ist. Auf jeden Fall scheinen die Geth ihn ja ebenfalls zu belästigen. Vielleicht sind sie vor allem wegen ihm da. Das, ach, hier ist auch ein Ventil. Okay. Nicht aus, als wäre es das schon gewesen. Wir sollten uns weiter umsehen. Noch mehr? Okay, ich weiß bloß nicht wo, das ist das Problem. Aber schauen wir mal in diesen Zwischengängen noch weiter mit nach. Vielleicht habe ich da was übersehen. Genau, also die Geth, was auch immer, scheinen ja wegen diesem anderen Kerl hier zu sein. Wow! Ja, lass mich mal kurz hier rüber gehen. Dann gehen wir mal schnell hier in Deckung. Kommen doch noch ein paar zum Spielen raus, ist das nicht schön? Okay. Ja, Rex rennt schon mal vor, genau. Wenn ein Krogana und ein Geth-Verwüster aufeinandertreffen, wunderschön. Okay, und hier haben wir auch das letzte Ventil, an dem sind wir einfach vorbeigerannt.
grandios. Damit haben wir alle aktiviert. Das letzte Ventil hat offensichtlich das gesamte System aktiviert, Commander. Ein Traum. Und damit können wir uns dann auch wieder zurück machen. Jetzt haben wir alles gelöst eigentlich soweit an Aufgaben. Und damit sollten wir doch ein wenig Glückseligkeit bei den Kolonisten ausgelöst haben. So. Apropos Kolonien und Auswandern. Ich möchte jetzt mal kurz, normalerweise ist ein Let's Play ja ziemlich unpolitisch und man macht es nur zur Unterhaltung. Ich möchte jetzt aber mal, weil ich ein sehr politischer Mensch bin, ein Wort loswerden. Auch wenn diese Folge erst wahrscheinlich, keine Ahnung, ein paar 20 Tage nach ihrer Aufnahme rauskommen wird. Denn ich habe noch etwas über 20 Folgen auf Reserve hier von Mass Effect zu diesem Zeitpunkt. Wir haben jetzt gerade den, lass mich lügen, den 8.12., 9.12. haben wir. Und genau, den Fahrstuhl den nehmen wir gleich. Ist ja jetzt dadurch, dass die Stromversorgung wieder aktiviert ist, geht das ja hier wieder. Und für Leute, die ab und zu mal die Nachrichten folgen, die haben sicherlich mitgekriegt, da gibt es ja diese Kundgebung der Pegida, diese komische Vereinigung da, wie heißt das? Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Allein dieser Name. Da kriegt man doch schon Zustände, wenn man nur diesen Namen hört. Und ich will deswegen mal ein Wort drüber verlieren, weil ich selbst Dresdner bin und diese Kacke ja ausgerechnet in Dresden losgeht. Erster Punkt, es ist unglaublich traurig, dass es echt immer noch so viele Leute gibt, die nicht in der Lage sind, Islamisten von normalen Muslimen zu unterscheiden. Es kann doch nicht wahr sein, dass die zu blöd sind, Extremisten von ganz normalen Gläubigen zu unterscheiden. Was ist denn daran so schwierig? Das kann doch nicht sein. Und dann zweiter Punkt, Islamisierung des Abendlandes. Wo leben die denn? In was für einer seltsamen Welt? Hier wird überhaupt nichts islamisiert. So ein Schwachsinn. Nur weil man sich ein bisschen weltoffen gibt, nimmt man nicht gleich die Kultur des anderen einer anderen Glaubensrichtung an. Also so ein Unsinn. Und der dritte Punkt, warum geht das ausgerechnet in Dresden los? Tut mir leid, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und da mal ein bisschen zu quatsche. Warum geht sowas ausgerechnet in Dresden los? Ich verstehe es nicht, weil in den Ostländern, also Mitteldeutschland, Mittelostdeutschland, ihr wisst schon hier, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, das sind die drei Länder, die drei deutschen Bundesländer mit dem absolut geringsten Ausländeranteil. 2 bis 2,5%, glaube ich. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 8% Ausländern. Wieso? In Gottes Namen, ich bin nicht gläubig, aber das passt gerade ganz gut, diese Formulierung. Wieso zur Hölle fängt das ausgerechnet hier in Dresden an? Hier gibt es noch dazu eigentlich kaum irgendwelche größeren Ecken, in denen jetzt unglaublich viele Türken oder andere muslimische Gruppen rumspringen würden. Von daher, ich verstehe das nicht. Das ist überhaupt nicht präsent weiter in Dresden. Es macht für mich keinen Sinn. Diese Menschen sind unglaublich hohl. Wirklich unglaublich hohl. Sie erkennen zwar einen Missstand, nämlich dass die Asylpolitik vollkommen ungünstig gelöst ist in Deutschland und unglaublich viele Probleme verursacht, aber suchen die Ursache an der falschen Stelle. Die Ursache liegt nicht darin, dass ständig irgendwelche Muslime nach Deutschland kommen, die dann uns hier ihre Kultur aufzuzwängen versuchen. Nee, ganz und gar nicht. Das Problem ist, die Leute, die bei diesen Demonstrationen sind, das sind genau dieselben, bei denen solche Parteien wie die AfD auf Dummfang geht und dann sich eben die Leute reinholt, die dann halt für sie wählen. AfD könnte ich mich auch unglaublich drüber auslassen. Ich muss dazu sagen, ich bin sozialliberal eingestellt, also eher gemäßigt links. Von daher, ja, kann man sich vorstellen, mit der AfD, naja, komme ich nicht so gut klar. Vor allen Dingen, weil es halt wirklich ein übelster Schwachsinnsverein ist. Gut, das wollte ich bloß mal loswerden an der Stelle. Also, es ist wirklich traurig, was in der Welt so passiert. Und wenn es dann ausgerechnet ja auch noch in Dresden sein muss. Dresden ist unglaublich weltoffen. Es sind nur ein paar Idioten, die da rumspringen. Und leider hat man eben auch im Umland, Sächsische Schweiz, sage ich nur, hat man eben auch einiges an Rechten. Ist eben so. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie so viel Inzest betreiben in den Bergen. Sorry, wenn ich jetzt irgendjemanden, der hier aus der Sächsischen Schweiz ist und dir zugucken sollte, angreife. Aber warum gibt es dort so viele Nazis? Ich weiß es nicht.
Und die werden natürlich auch alle mobilisiert, um dorthin zu kommen. Also diese 9.000, ich glaube 10.000 waren das gestern, die dort waren. Traurig, traurig, traurig. War ja schon die 8. Woche, die diesen Scheiß machen. Das sind natürlich nicht alles Dresdner. Das ist zusammengezogen, damit es nach so viel wie möglich aussieht. Ach ja, auch eine Sache, über die ich mich aufregen könnte. Einmal dieser Name, habe ich ja schon gesagt. Und dann muss es natürlich wieder eine Montagsdemo sein. Und die skandieren die ganze Zeit, wir sind das Volk. Wenn ich jemand wäre, der zur Wendezeit damals zu den echten Montagsdemos auf der Straße gewesen wäre und wir sind das Volk gerufen hat, ich würde Eiterpickel kriegen vor Wut, wenn ich diese Scheiße hören würde. Ganz ehrlich, das kann doch nicht sein, sowas. Also da könnte ich echt zur Sau werden, wenn ich das höre. So, jetzt aber mal genug, das wollte ich bloß mal loswerden. Das hat mich nämlich beschäftigt in den letzten Tagen. Und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das Spiel Phaidan. Commander, was kann ich für Sie tun? Ich habe einen G-Transmitter in den Tunnel zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Ach so, haben wir auch schon. Macker Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. So, ja, mit den anderen, da müssen wir halt wieder mit den zuständigen Personen sprechen. Das können wir nicht gleich alles über Phaidan machen, denn hier ist ja jeder für irgendeine Aufgabe zuständig und hier kann ja niemand für irgendjemand anderen sprechen, weil ja alle ganz offensichtlich sehr spezialisiert sind. Willkommen, Commander. Ich habe den großen Warren getötet, den Rest überlasse ich Ihnen. Hervorragend. Ich werde sofort eine Jagd organisieren, wenn die Geth beseitigt sind. Okay, bezahlen Sie jetzt einfach? Nö, das ist ja so böse. Ich muss gehen. Hier, bitte. Nehmen Sie dies für Ihre Mühen. Es ist zwar nicht viel, aber alles, was wir haben. Okay, sehr gut. Kriegen wir sogar noch vorbildlich plus 8. Ist das nicht schön? Meistens, wenn man diese Option hat, die Leute zum Zahlen zu zwingen, dann kriegt man es sowieso. Das ist dann halt bloß eine Frage der Moral, ob man das macht oder nicht. Wenn man nicht danach fragt und es nicht fordert, dann ergibt sich das meistens, dass sie es einem so geben und dann zählt das alles gut. Wir brauchen das Geld sowieso nicht unbedingt. Gute Arbeit mit den Geth. Ich bin froh, dass sie gekommen sind. So, dann klären ich brauche allerdings Sachen. Immer noch die Energiezellen für den Generator. Alles da, alles da. Ich habe diese Energiezellen in den Tunneln gefunden. Haben Sie danach gesucht? Ich wusste, dass die früher oder später wieder auftauchen. Hier, Phaidan gab mir etwas Geld. Es gehört Ihnen. Wenn ich diese Energiezellen wieder einbauen kann, sollte diese Kolonie im Handumdrehen wieder brummen. Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Das waren wohl Sie, nehme ich an. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Geth loswerden und diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. Danke nochmals, Commander. Und da kriegen wir nämlich schon einiges an Credits. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir eben schon jetzt die ganzen Nebenaufträge gemacht haben und dadurch jetzt auch schon im Level ein Stück höher sind. Also das scheint wirklich levelabhängig zu sein, auch wie viel Belohnung man dann hier bekommt. Commander, was kann ich für Sie tun? Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen ihn meinen. Er ist ein kranker Mann. Er scheint nicht nur ein bisschen krank zu sein. Er hat sich seit den Angriffen sehr verändert. Wir wollten ihm helfen, aber das hat er nicht zugelassen. Ich kann meinen Leuten nicht helfen, wenn sie es nicht zulassen, Commander. Haben Sie keine Medikamente für ihn? Irgendetwas, das ihm helfen könnte? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ian war ein guter Mann. Einen, den wir gut gebrauchen könnten. Bitte, Commander, ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Gut, damit haben wir eigentlich alle Probleme aus der Welt geschafft. Hier gibt es weiter nichts mehr zu besprechen. Das heißt, wir machen uns auf den Weg zum Exogeny-Gebäude. Dazu müssen wir mit dem Aufzug voranschreiten. Und was es mit dieser Kolonie auf sich hat, das werden wir noch früh genug erfahren. Das hat nämlich auch mit Exogeny zu tun. Aber erstmal auf zum Proteanischen Highway. Kommt rein, Leute, kommt rein. Na gut, Rex ist wieder irgendwo. Da ist er auch schon.